Herzlich willkommen, meine Lieben, zu meiner ersten Folge von Lego Brick Tales. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und ein schönes, spaßiges Bauvergnügen. Ich habe ganz kurz in Brick Tales reingekommen. Es ist seit heute draußen auf Steam zu haben. Und es geht hier ums kreative Bauen und um Geschichten. So viel, wie ich gelesen habe, ist es ein Spiel, wo wir unserer Kreativität freien Lauf lassen können, dürfen. Und wir, nebenbei eine Geschichte erzählt wird, wir den Mitbewohnern oder den Mitmenschen, wenn man, oder den Mitfiguren, wie man das auch nennen möchte, helfen. Ja. Physikalisch Lego-Systeme zu bauen für sie und zwar so, wie wir wollen. Hauptsache, wir erreichen unser Ziel. Wie? Ist total egal. Und das finde ich ziemlich cool. Ich kenne jetzt von Lego als solches, ich mag jetzt die Marke zwar nicht so gern, aber das hat andere Gründe, aber ich finde dieses Spielprinzip von dem, was ich jetzt nur in ein, zwei Videos gesehen habe, finde ich sehr, sehr spannend. Und jetzt schauen wir uns das Spiel an. Es ist etwas Entspannendes auch. Ich als absoluter, zumindest als Kind, als absoluter Lego-Fan, jetzt mittlerweile nicht mehr so viel, weil es ganz tolle, viel, viel preisgünstigere Alternativen gibt. Aber das sei jetzt mal dahingestellt, das ist ein anderes Thema. Möchte ich jetzt trotzdem euch dieses Spiel zeigen und ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, wir schauen uns das kurz an. Optionen. Wir haben Deutsch, das ist schön. Wir können es auch spielen in... Also, es hat keine Sprachausgabe, so verwöhnt wäre man dann leider von Lego doch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall Untertitel und das in, keine Ahnung, Japanisch, Chinesisch, weiß ich nicht, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch. Ja, achso. Und das weiß ich nicht, Portugiesisch... Kann man da eigentlich so auch runtergehen? Nö, kann man nicht. Das könnte Russisch sein, bin mir aber nicht sicher. Spanisch, Dänisch, ja, das war's. Dänisch hätte mich jetzt auch sehr gewundert, nachdem, aber gut. Okay, wir lassen es natürlich auf Deutsch. Das lassen wir alles so an, das finde ich ganz angenehm. Auflösung bleibt bei mir 1920 auf 1080. Anzeigemodus machen wir Vollbild. FPS-Limitierung ist jetzt ans Display angepasst. Ich habe einen 144 Hertz Monitor. Je nachdem, was ihr für einen Monitor habt, könnt ihr hier entsprechend das direkt auf euren Monitor einstellen oder ihr gebt halt die Frames per Second an mit 72, 66 oder ihr macht es einfach aus. Aber ich denke, 144 Hertz passt. Oder so, genau. Renderauflösung lassen wir bei 100%. Schauen mal, Qualität ist auf hoch. Das lassen wir auch. Anti-Aliasing lassen wir an. Zeigergeschwindigkeit. Ja, das ist alles gut. Kamerageschwindigkeit, Zoomen, Rotationsgeschwindigkeit. Vibration machen wir aus. Wir spielen mit Maus und Tastatur. Das ist okay. Maus, Zoomgeschwindigkeit, beim Loslassen stehen bleiben. Ja, müssen wir uns dann angucken im Spiel. Touchscreen, Hobbynet. Gibt's nicht. Ja, lassen wir es alles so. Spielstand löschen, nö, möchte ich nicht. So, dann gehen wir hier mal raus. Escape oder nee, hier zurück. So, spielen. Mal gucken. Wir haben Post. Du hast einen Brief bekommen. Ein seltener Schatz. Was steht drin? Juhu. Liebes Enkelkind, ich hoffe, es geht dir gut. Brief von Opa. Wie nett. Muss ich da draufklicken? Ah ja. Ich habe eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die ich dir gerne zeigen würde. Auch könntest du mir bei ein oder zwei Dingen zur Hand gehen. Es geht um etwas Unglaubliches. Komm zum Vergnügungspark und nimm den Aufzug hinunter ins Labor. Dort warte ich auf dich.
Benutze WASD oder die linke Maustaste, um dich zu bewegen. Oh, das finde ich schon mal schön, dass wir hier Alternativmöglichkeiten haben. Oh, Lego. Ich nehme jetzt aber trotzdem WASD. Okay. Wow. So, wir sollen runter zum Labor, den Aufzug benutzen. Ich will jetzt aber mal ein bisschen gucken hier. Oh Gott, da kommen Erinnerungen hoch. Aber sowas von. Okay, wir gehen mal hier rein. Betreten Space-Taste. Wow. Da ist wohl der Opa. Wer ist denn da? Ach, du bist es. Wie wundervoll. So früh habe ich dich gar nicht erwartet. Ich wollte dir etwas zeigen, nämlich meine unglaubliche, welterschütternde... Ja, was denn? Ups. Boing. Kaputt. So. Rotlicht. Hoppla. Das war etwas zu wörtlich. Alles in Ordnung? Gut. Ich war gerade dabei, meine neue Erfindung zu verkabeln und dann... Was du gerade miterlebt hast, nennen wir in meiner Branche eine schnelle, ungeplante Demontage. Oder wie der Laie sagt, wenn wir zu viel Saft, es mächtig Kraft. Was? Wenn zu viel Saft, es mächtig Kraft. Hey, hey, hey. Jetzt sitze ich nicht nur hier oben fest, es ist auch noch der ganze Strom ausgefallen. Das bedeutet, wir müssen den Hauptgenerator wieder zum Laufen bringen. Aber dafür musst du erstmal den Notfallgenerator starten. Dort unten ist er. Sei so nett und schalte ihn für deinen Großvater ein. Jo, machen wir. Geh mal da runter. Können wir springen? Nee, springen können wir nicht. So, Notfallgenerator. Beleuchtet irgendwas? Benutzen Space. Okay. Ich hätte dieses alte Ding vor Jahren absetzen sollen. Immer lösen sich die Stromkabel. Gut, jetzt leg den Hebel um. Es werde Licht. Wow, uff. Ich fasse es nicht. Ich bin zurück. Die elektromagnetischen Interferenzen müssen mich in diese Dimension zurückgeholt haben. Oh, hallo. Ich bin... Wie auch immer, kann ich dir helfen? Was? Nein, ich bin kein Flaschengeist und du hast auch keine drei Wünsche frei. Großvater hat mich vor etlichen Jahren gebaut. Er nannte mich immer Rusty, aber auf meinen Reisen durch Zeit und Raum lernte ich neue Freunde kennen und sie gaben mir den Namen Georg. Wie auch immer, du bist jetzt der Georg. So. Dir fehlen die nötigen Frequenzsynthesierungsmodule, um es richtig auszusprechen. Es klingt so ähnlich wie Blordefliep. Blordefliep, finde ich besser als Georg. Blordefliep, Gott, den kann ich mir nie merken, den Namen. Blordefliep. Blordefliep. Das wird bescheuert. Aber du darfst mich Rusty nennen. Ja, ich nenne dich Rusty. Oder Rusty. Blordefliep. Jetzt habe ich mir den Namen sogar gemerkt, okay. Rusty, ich dachte, ich hätte dich vor Jahren irgendwo verloren. Ich habe mich tatsächlich ein wenig beirrt, nachdem du mich damals als interstellare Sonde ins All geschossen hast. Aber ich habe einige wunderbare Dinge erlebt und nun bin ich wieder da. Das ist großartig. Aber zurück zu dir, mein Enkelkind. Gut gemacht. Das Licht ist wieder an. So wie du Probleme lösen kannst, müssen wir verwandt sein. Ach so. Ha, stimmt. Wir sind ja verwandt. Du bist echt auf Zack. Ja, du anscheinend nicht mehr, Opa. Oh, Großvater, sitz da oben fest. Dann helfen wir dir. Auf geht's. Okay, wir gucken mal. Wir müssen höchstwahrscheinlich hier eine Brücke bauen. Sieht aus, als müssten wir auf diese höhere Ebene. Auf diese höhere Ebene. Stimme runter. Komm, wir schweben rauf. Moment, das kannst du ja gar nicht. Jetzt weiß ich, das ist die perfekte Gelegenheit, dir eine coole Sache zu zeigen, die ich drauf habe. Ich werde dich in die Geheimnisse des Bauens einführen und als erstes machen wir dir eine Treppe. So, was haben wir jetzt? Haben wir hier Lernen und Bauen.
Also lernen muss ich, glaube ich, nicht mehr. Ich baue jetzt gleich mal. Nein, wir schauen uns alles an. Wir wollen uns alles anschauen. Lernen, Space. Lerne, wie Bausteine gehampert werden. Ja, natürlich. Das müssen wir. Das Tutorial müssen wir machen. Betreten. Lass uns lernen, wie man baut. Klicke auf einen Baustein, um ihn auszuwählen. Okay. Ziehe den Baustein in den hervorgehobenen Bereich. Wähle den nächsten Baustein. Okay, das ist einfach. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir die Kamera irgendwie bewegen können. Nein. Left-Shift-Umschalter. Was bedeutet das? Einrasten, Schritt. Ah. Ah, okay. Ihr könnt pennen, sofern ihr den Ausdruck kennt. Shift-Taste gedrückt halten, dann können wir das... Okay, Mausrad ist der Zoom. Geht sehr gut von der Hand. Dann pennen, sozusagen linke Shift-Taste gedrückt halten. Mit der linken Maustaste könnt ihr dann sozusagen auf dem Feld euch hier so, ja, snappen. Und wenn ihr die Shift-Taste loslässt, könnt ihr mit der linken Maustaste könnt ihr sozusagen rotieren. Okay. Das ist intuitiv und einfach. Super. Klicke auf Fertigstellen. Was haben wir noch auf und ab? Ah, okay. Wir könnten mit... Ah, alles klar. Ihr könnt mit WASD, also mit A und D, könnt ihr auch rotieren. Gleiche wie hier. Mit W und S könnt ihr den Neigungswinkel verändern. Seht ihr ja. Das geht natürlich... Also das geht mit der Maus auch. Okay, alles klar. Fertigstellen. So, ist grün, haben wir gelernt. Wunderbar. Wir gehen zum Bauen. Repariere die Treppe. Wir machen Betreten. So, die Treppe reparieren. Und wir haben hier da diese Steine dazu. Ja, wir müssen die bloß auf das Rote setzen. Ah, okay, wir müssen gedrückt halten. Und dann geht innerhalb dieses Würfels sozusagen, was ihr durch die gestrichelte Linie seht, könnt ihr im Grunde dann... Ja, ihr seht es im Grunde, so würde er den jetzt draufsetzen. Ihr braucht also nicht noch irgendeine Taste drücken, dass der Stein in die Vertikale geht, sondern ihr setzt es einfach nur drauf. Fertigstellen. Boah, Rusty, du weißt, wie man Dinge bauen kann. Wie nur? Das konntest du doch gar nicht, als ich dich erschaffen habe. So, ist grün, haben wir gemacht. Müssen wir da hoch? Oh ja, wir müssen da hoch. Ah, okay. Will ich gerade mal was gucken. Hier. Okay, das geht noch nicht. Dann gehen wir da mal hoch. Ich vermute, 2,21 Gigawatt waren einer zu viel. Sieht aus, als hätte es beim Generator einige Sicherungen rausgehauen. Bitte ersetze sie. Stell die Ersatzsicherungen zusammen, wenn nicht genug da sind. Jo, wir machen Lernen natürlich. Erstmal alles angucken. Lernen, wie man Bausteine gedreht werden. Das wissen wir eigentlich schon. Wähle den Baustein. Ach so, nee, Bausteine. Richtig lesen. So. Auswählen. Klicke auf einen ausgewählten Baustein, haben wir gemacht, um ihn zu drehen. Bewege ihn in den hervorgehobenen Bereich. Um ihn zu drehen. Ah, Moment. Nein, wie kann ich ihn drehen? Ah, okay, alles klar. Ihr könnt, also linke Maustaste gedrückt halten, könnt ihr den Baustamm nehmen. Und wenn ihr ihn nur einmal links klickt, also wenn ihr Shift drückt, seht ihr, verändert sich dieser Cursor, was ich jetzt auch noch nicht so ganz kapiere, wozu. Weil ihr so... Je nachdem, wo ihr den Drehpunkt ansetzt, wird gedreht. Okay? Also, so, dann tun wir den da drauf. So. Halte Shift und klicke auf einen ausgewählten Baustein, um ihn in die andere Richtung zu drehen. Platziere ihn links. Also, jetzt nehmen wir den Shift. Nehmen wir den?
machen wir so. Klack. Und setzen ihn drauf. Ja. Einfach, super, macht Spaß. So muss das sein. Fertigstellen. So, dann bauen wir mal wieder. Setze die fehlenden Sicherungen zusammen. So, wir gehen mal hier ein bisschen weg. Wir schauen uns das erstmal an. Okay, das ist ganz easy. Ich muss mal kurz gucken. Ja. Wenn wir das einmal drehen. Zweimal drehen. Einmal. Und zweimal. Ah, nee, Moment, stopp. Hab einen Fehler gemacht. Wir müssen erst das drauf. Dann hier so. Und so. Sehr schön. So, was haben wir hier? Lernen. Wir lernen wie... Okay, Kamera wissen wir, glaube ich, auch schon. Aber wir machen es einfach nochmal. Finde den Baustein. Ziehe mit dem Mausrad oder Shift und linke Maustaste, um die Kamera zu bewegen. Ja, wir machen das mit Shift. Ich finde das angenehmer. Zoomen können wir gerade nicht. Finde den Baustein. Der ist hier. So, einmal draufklicken, nehmen, draufsetzen, fertig. So, jetzt müssen wir ziehen mit der linken Maustaste oder der rechten Maustaste oder rechte Maustaste oder benutze WSD, um die Kamera zu drehen. Ach so, alles klar. Ach, hier ist ja der Stein, alles klar. So. Ja, das ist ganz einfach, ganz simpel gemacht. So muss das sein. Fertigstellen. So, dann haben wir nochmal lernen. Bausteinpalette benutzt wird. Oh ja, sehr interessant. Um rechte Maustaste, um Bausteine zu entfernen, entferne alle Steine innerhalb der gestrichelten Linien. Okay, und dann müssen wir die wahrscheinlich... Ach, rechts. Ach Gott. Einfach nur einen Rechtsklick machen. Wenn es viele Bausteine gibt, sind sie als Palette arrangiert. Ja, sehen wir. Dreimal den Viererstein, zweimal den Zweierstein. Nee, Schmarrn. Zweimal den Viererstein, dreimal den Achterstein. Weiß nicht, ob man es so sagt. So sag ich es halt jetzt einfach. Jetzt, wo alles aufgeräumt ist, können wir uns aufs Bauen konzentrieren. Baue einen kleinen Turm. Ja, wird uns vorgegeben. Im Übrigen später, habe ich zumindest kurz in dem Video gesehen, wird uns sozusagen das nicht mehr so transparent dargestellt, sondern wir dürfen einfach so bauen, wie wir wollen, wie wir meinen. Und diesen, nee, sage ich jetzt nicht, kommt, weil also wir kriegen dann sozusagen einen Dummy, wenn man so will, der dann guckt, ob diese Brücke oder je nachdem, was wir eben gebaut haben, ob das auch stabil ist oder ob man da dann, wenn man darüber geht, ja, ob es halt bricht oder irgendwie sowas. Okay, also da haben wir hier 1, 2, 3. Na. Und die 2. So. Ersetze die herausgesprungenen Sicherungen. Okay, da haben wir 3 Stück von. Nehmen, drehen. 1. Nehmen. Dann drehen war so. Genau, dann müssen wir das jetzt zweimal drehen. Und dann nehmen wir den letzten. Und drehen. Drehen das dreimal. Setzen es drauf und fertigstellen. Großartig! Nun repariere die Rohre, um die Hydraulik wieder zum Laufen zu bringen. So, dann werden wir erstmal lernen. Lerne über die Gültigkeit von Bausteinen und die Simulation. Ja, das ist wichtig, das ist von dem ich gerade gesprochen habe. Wenn du komplexere Dinge baust, musst du einige Regeln beachten. Bausteine, die schon vorher gesetzt und auch nicht verändert werden können, so wie diese 2x4 Platten, dienen als Ankersteine. Regel 1. Bausteine müssen mit einem Anker verbunden sein, sonst sind sie nicht gültig. Rote Umrandung.
Okay. Siehst du die 2x2 und die 2x4 Bausteine? Sie sind nicht mit den Platten am Boden verbunden, daher sind sie ungültig. Ist klar. So, müssen wir das jetzt verbinden. Da sehen wir ja wie. Und den da drauf. Siehst du, nun sind die Bausteine gültig. Regel Nummer 2. Bausteine müssen sich ganz innerhalb der gestrichelten Linie befinden. Ist klar? Das ist halt dann unser, ja, unser aktueller Bau, den wir haben. Siehst du den 2x2 Baustein dort? Er schaut ein wenig aus dem erlaubten Bereich heraus. Genau, nämlich zur Hälfte. Und den müssen wir jetzt da oben draufsetzen. So. Gut, jetzt kommt die nächste tolle Sache. Drehen wir mal die Kamera wieder ein bisschen. So. Also, das seht ihr jetzt nicht. Ich werde die Kamera bei der nächsten Folge auf jeden Fall unten links platzieren, dass wir hier unsere Anweisungen auch lesen können. Hier steht jetzt aktuell, lass das Gewicht nicht auf den Boden fallen. Nichts darf auseinanderfallen. Warte einen Moment. Okay. Klicke auf Simulation, um die Stabilität deiner oder einer Konstruktion zu testen. Simulieren. Tag. Okay. Ist klar? Naja, das war es noch nicht so ganz, aber wir können sicher was dagegen tun. Okay, warte einen Moment, das haben wir gemacht. So, jetzt ist es natürlich ganz einfach. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir noch Steine hier? Achso, simuliere. Wir müssen, klicke auf zurück. Okay. So, setze die Bausteine so, dass sie das weiße Brett stützen. Ja, das ist natürlich ganz einfach. Denke dran, dass Bausteine nicht einfach in der Luft schweben dürfen, dann sind sie ungültig und verschwinden. Okay, also dann haben wir unten blau. Dann haben wir da grün und schon hält das. Und wenn wir jetzt auf Simulation klicken, dann ist da auch alles fest. Wir haben somit alle drei Ziele erreicht. Und klicken, fertigstellen. So. Bauen, ja, jetzt geht es wahrscheinlich darum, hier eine Brücke drüber zu bauen. Baue einen Laufsteg oder einen Laufsteg zur anderen Seite. Gut. Also, mal ein bisschen hinzoomen. Also, was können wir da machen? Wir haben vier jeweils von den Vierern, Dreiern und Zweiern. Oder Achtern, drei, Achter, Sechser und Vierer. Wo müsste ich vielleicht sagen? Gut. Und wir haben einen Testroboter. Genau, der läuft dann darüber, denke ich mal. Und wenn das halt nicht vernünftig gebaut wurde, dann ja, werden wir sehen, dass es scheitert und wir das noch nicht geschafft haben. Gut, also wir werden jetzt mal gucken, wie wir das hier machen können. So, dann werden wir hier, jetzt muss ich mal gucken, wie könnte man das denn machen? So, ich will mal versuchen, den unten zu platzieren. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Nee, nach unten möchte ich eigentlich. Nee, nicht nach oben. Wie geht es? Auf, ab. Moment, ich probiere mal was. Ah ja, okay, so könnt ihr ihn runtersetzen. Aber so ist er noch nicht richtig. Okay, hiermit könnt ihr die Ebene einfach ändern. Okay, das war jetzt aber schon mal nix. Jetzt haben wir da ein Vierer-Ding, könnte man da reinsetzen. Das ist aber nicht gut. Ja, Mai, wir probieren jetzt einfach mal ein bisschen aus, würde ich sagen.
Nee, wir machen das anders. Rechte Maustaste, wir machen die Dreier. Nee, wir machen hier. Ich probiere mal was anderes aus. So. Ups. Okay, wir haben nur noch einen. Eigentlich kann das jetzt nicht so schwer sein. Aber jetzt so wie ich das bauen möchte, so geht's nicht. Ich möchte, dass die überlappen. Aber warte mal, wir können so machen. Haut das hin. 4. Mal kurz was ausprobieren. Und dann hätten wir dort. Naja, da wollte ich eigentlich. Naja, wir könnten. Ja, wir können es natürlich so ausprobieren. Das mache ich jetzt auch. So. Den machen wir unten noch hin. Dann haben wir einen Dreier noch, den könnten wir noch so hin machen. Wieso habe ich hier eine Lücke? Naja, so können wir es auch machen, denke ich mal. Schauen wir einfach mal. Simulieren. Ah ja, sehr schön. Okay, zurück. Das war nix. Gibt sicherlich schönere Brücken. Meine sieht halt so aus. Wir machen Fertigstellen. Und jetzt wurde die hier gebaut. Und wir kommen weiter. Und haben wieder was Neues zu lernen. Bis wir bei Großvater sind. Und dann denke ich, geht es richtig schön los. Lerne, wie Bausteine auf- und abbewegt werden können. Das wissen wir schon. Wähle den Baustein aus. Genau, und dann halt einmal so und einmal so. Klicke den Up-Button, haben wir gemacht. Q
um den Stein abwärts zu wägen. Ah, Q. Ah, sehr schön. Wir müssen also nicht... Das ist dann Q und E. Alles klar. Q und E auf der Tastatur. Halte Shift gedrückt, während du einen Stein bewegst, wenn sich seine vertikale Position nicht verändern soll. Ach, nicht verändern soll. Nicht verändern soll. Ah, okay. Ihr könnt mit Shift gedrückt, könnt ihr jeweils um eine Einheit hochgehen. Und ohne Shift geht ihr direkt zum nächsten Stein. Okay, platziere den Baustein. Ah ja, da müssen wir dann runter und dann rüber. Genau. Bauen. Setze die Rohrstücke ein. So, erstmal hinzoomen. Ja, das ist easy. So, dann machen wir das gleich mal mit E. Genau, und dann hier nochmal mit E und hier nochmal mit E. Passt. So. Fertigstellen. Gut gemacht. Jetzt schalte die Hydraulikmaschine wieder ein. Gerne. Fast geschafft. Wir könnten was bauen, um die Lücke zu überwinden. Baue einen Laufsteg, um zu Opa auf die Plattform zu gelangen. Okay, wir haben zwei unterschiedliche Höhen. Okay, Moment mal, wir können hier, kommen wir da direkt hin? Nein, kommen wir nicht. Mal kurz simulieren, was da passiert. Okay, weil mich hat dieses Teil hier irritiert. Ja gut, wir müssen hier wahrscheinlich, gehen wir hier dann runter. Und ja, vermutlich, aber... Du kannst jeden bereits platzierten Stein duplizieren, indem du Shift gedrückt hältst und den Stein dann auswählst und bewegst. Duplizieren. Okay. Machen wir das. Das glaube ich wohl kaum, dass das so sein soll. Aber gut, wir probieren es aus. Okay. Ach so, dann müssen wir so. Und den müssen wir verschieben. Dann so. Oh. Schon ausprobiert.
Ach Gott, okay, Moment. Okay, das ist kein Problem. Hier. Oh, so geht's. Okay, fertigstellen. So, okay. Da ist alles wunderbar. Wir gehen zu unserem Opa. Hi, ja, ja. Und haben, denke ich, das Tutorial damit abgeschlossen. Rusty, du bist es. Wo hast du denn nur gesteckt? Oh nein, wo sind deine Arme? Deine Reisen durch Raum und Zeit haben dich ja total verwüstet. Jetzt übertreib nicht so, Großvater. Ich wurde upgraded. Als du mich losgeschickt hast, das All zu erforschen, geriet ich in eine Hyperdimensionsfalte. Das war vielleicht ein Schreck. Aber dann lernte ich ein paar echt nette Außerirdische kennen, die mich reparierten und auf ihre Reise durch das Multiversum mitnahmen, um Leuten zu helfen. Sie tauschten deine Multifunktionsarme gegen einen Nullpunkt-Gravitätspartikelgenerator aus. Ja, natürlich, der alte Drei-Punkte-Graf-Praktikabilitätsgenerator, eher simpel Technik für Erfinder wie mich, sei es drum. Schön, dass ihr beide da seid. Kommt jetzt, damit ich euch meine Erfindung zeigen kann. So, wo ist deine Erfindung? Will sehen. Können wir hier wegzoomen? Nein, können wir nicht. Großvater, wir müssen ihn, glaube ich, ansprechen. Wisst ihr, ich war am Experimentieren und da machte ich die bahnbrechende Entdeckung, wie man Portale erschaffen kann. Ich habe Jahre gebraucht, aber ich denke, wir haben es nun zum Laufen gebracht. Ist das nicht unglaublich? Unglaublich vernachlässigt, wenn ich mich hier so umsehe. Was? Der Park? Nun ja, man könnte sagen, der Zustand ist etwas desolat. Oh nein. Oh nein? Die Bürgermeisterin, sie warnt mich seit Jahren, dass sie diesen Schandfleck schließen und das Grundstück beschlagnahmen lässt, wenn ich hier nicht für Ordnung sorge. Ich war so mit dem Portal beschäftigt, dass ich das ganz vergessen habe. Das bekomme ich doch unmöglich rechtzeitig in Ordnung. Die Baufälligkeit lässt sich nicht von der Hand weisen. Schon daran gedacht, die lokale Raumzeit mit Hilfe eines Raumzeit-Alternativ-Realitätswandlers zu spleißen? Mit einem was bitte? Ist doch leicht. Wenn Quantenstränge phasengleich mit Unregelmäßigkeiten in der Mikrowellenhintergrundstrahlung vibrieren? Jetzt mal langsam. Also mein Großkind hier versteht rein gar nichts von dem, was du von dir gibst. Tut mir leid. Ich fange nochmal an. Es macht kaputte Sachen wieder ganz. Perfekt. Genau das, was ich brauche. Ich hätte gerne drei. Nimmst du Kreditkarten? Ist gar nicht nötig. Ich bin nämlich in der Lage, so ein Gerät aus Teilen zusammenzubauen, die ich auf dem Gelände herumliegen gesehen habe. Fertig. Jetzt brauchen wir nur genug Energie, um die Maschine in Betrieb zu nehmen. Also Elektrizität? Im Grunde, aber was mit mehr Power? Sowas wie Fröhlichkeitskristalle, die größte Energiequelle, die ich auf all meinen Reisen durchs All kennengelernt habe. Was? Erklär uns das. Diese Kristalle bilden sich in lokalen Raumzeitvertiefungen, wenn dort der positive Delta-Wert des Karmas den Wert der... Rusty, das hatten wir doch schon. Ich habe keinen Schimmer. Ich meine, mein Großkind hier versteht kein Wort von dem, was du da redest. Um es einfach zu sagen. Schritt 1, wir helfen Menschen in Not. Schritt 2, Fröhlichkeitskristalle erscheinen. Schritt 3, wir setzen den Themenpark instant. Schritt 4, alles Paletti. Meine Messwerte zeigen mir mehrere Orte, an denen Menschen bald Hilfe brauchen werden. Einer liegt an der Position 390482903094900093. Was sind das denn nun wieder für Koordinaten? Ist das weit weg?
Eine nicht unbeträchtliche Entfernung. Hätten wir doch bloß ein Portal? Ja, damit könnten wir rechtzeitig dort sein. Na bitte, ich wusste, es würde zu etwas nützlich sein. Dann hacke ich mich mal in dein Portal und setze alles Nötige auf. Nächster Halt. Diese Nummer, wie auch immer. Scheint eine Art Dschungel zu sein. Also ihr zischt los, besorgt einen Fröhlichkeitskristall und dann beseitigen wir dieses Chaos. Ganz genau. Na dann, ab mit euch. So. Das machen wir. Ja, das machen wir. Naja, das ist das erste Level. Okay. Das machen wir, meine Lieben, in der nächsten Folge. Ich finde das Spiel für groß, für klein, perfekt. Spiele, die Kreativität fördern, finde ich immer super. Und da kommen wir natürlich hier voll auf unsere Kosten. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr der nächsten Folge mit dabei seid. Dann schauen wir uns die erste Welt an. Den Dschungel. Und schauen, wie die Geschichte weitergeht. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Euch alles Gute, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.